Ja, ich glaube, wie es immer so ist, in so einem Spiel, wenn man das dann gewinnt und dann kommt man, sieht man die Kollegen wieder am nächsten Tag in der Kabine, kommt man natürlich mit einem Grinser rein in die Kabine, das habe ich auch gemacht. Habe dann natürlich auch den einen oder anderen Spruch bekommen, aber habe auch natürlich dann auch den anderen, einen oder anderen Spruch auch abgeben können. Und es war natürlich ein schönes Gefühl, aber im Fußball geht es so schnell, es ist schon wieder so weit weg, sage ich jetzt mal. Aber grundsätzlich, wenn man so ein Spiel gewinnt als österreichische Nationalmannschaft und für mich persönlich ist es immer schön. Grundsätzlich war es trotzdem nur ein Freundschaftsspiel, was man auch irgendwo richtig einordnen muss. Und die ganz wichtigen und großen Spiele kommen dann erst nächstes Jahr. Ich glaube, es schadet nie, wenn man mehrere Positionen spielen kann, weil in jeder Position hat man so ein bisschen andere Abläufe. Ich glaube, es gibt auch immer Vor- und Nachteile, was man da mitkriegen kann, indem man viel spielen kann. Viele Positionen hat man auch viele Optionen, was man einem Trainer geben kann, wo er einen aufstellen kann. Andererseits ist natürlich auch, wie gesagt, immer andere Abläufe, immer ein bisschen andere Sachen zum Schauen, zum Erledigen, wo du vielleicht dann im Kopf auch dementsprechend nochmal eine oder Sache mehr denken musst, ob ich jetzt rechts hinten spiele oder im Mittelfeld spiele, ist dann schon irgendwo ein Unterschied, wie ich mich einmal bewegen soll und muss. Aber grundsätzlich bin ich immer ein Typ dafür, der was das gerne annimmt. Ich will am Ende am Platz stehen, Fußball spielen und dann ist mir auch eigentlich ziemlich egal, ob es dann, wo es dann eigentlich schlussendlich ist.